Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Art of Conquest. Wir machen hier weiter. Gegen Hexer wieder mal. Wir können die gleiche Truppe nehmen wie gerade eben. Zack. 1097 Stärke. Oh, der erste Attack ist immer so ein Stun. Dann können wir hier gleich nochmal stunnen. Wusch. Oh Gott, der stirbt gleich. Mein Gott, machen die Damage. Warum machen die auf immer so viel Damage? Warum hält der so wenig aus? Sagen wir mal so. Die gehen auf meine Helden und ratzen die ziemlich weg. Oh, der ist erstmal ausgenockt. Verletzt. Und schon wieder zwei tot. Ja, okay. Bis der wieder da ist, das dauert ja ein paar Minuten, ne? Oh, 8 Minuten, diesmal dauert es ein bisschen länger. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. 100 Gold waren das gerade gewesen. So, ist hier noch was? Da ist noch was, oder? Ne, das bin ich gewesen, der das Grüne hier ist. Kavallerie. 518 Kraft. Das heißt, hier würde ich meinen Lanzenträger mitnehmen. Sie reichen und Lanzenträger, denke ich mal, werden ausreichen. Eigentlich müsste das ausreichen. Eigentlich müsste das ausreichen. Wir kämpfen. Die durften gar nicht gewinnen. Ja. Also ihr seht, auch wenn da die Kraft dasteht, das berücksichtigt nicht die Vorteile von den Einheiten gegenüber anderen. Also ich habe 100 Kraft weniger und trotzdem easy down gekloppt die Gegner. Wow, die sind ja nur geschmolzen, die Gegner. Holy shit. So, das Stadttor ist fertig, meine lieben Freunde. 20 Einheiten haben wir im Dings fertig. Können wir gleich mal hier alle reinsetzen wieder. Zack. 15 Minuten dauert das. 21 Einheiten nehmen wir mit. Und das Stadttor hat 35.000 Leben. Oh, die könnten wir theoretisch alle aufrüsten, oder? Ne, kann man nicht. Ach ne, Bogenschützen kann ich noch gar nicht aufrüsten, oder? Ne. Die Level 2 Bogenschützen habe ich noch nicht. Die sind noch im Ausbau. Das dauert noch eine Weile, bis ich die ausbauen kann. Das ist hier. Da. Ne, das ist es auch nicht. Nicht Veteranenbogenschützen. Ich suche die Level 2 Bogenschützen. Achso, die kann ich machen, wenn ich den Bogen Schießstand auf Level 2 aufgerüstet habe. Dann geht es. Gut, dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Ja, ein bisschen Holz wieder mitnehmen. Okay. Okay. Achso, wo waren die Reiter gewesen hier hinten? Oder? 22 Gold. Gut, machen wir weiter. 1 Stunde 8 Minuten dauert es. Das heißt, dass eine Weile dauert es, bis das Schloss fertig ist. Oh. Okay, da komme ich nicht lang. Diese 547 Kraft, die Zwergenarbeiter. Schwertkämpfer, Lanzenträger. Und sie, denke ich mal, wird... Ich denke, die werden reichen. Schauen wir mal. Da war die Möglichkeit, noch beide einzufrieren. Bam! Oh, die machen ja wirklich gar nicht. Naja, kriegen ja wirklich kaum Damage. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oder ob wir den Kampf erneut starten müssen. Mach mal die Dings hier. Ja, aber. Kann man machen. Den Schneesturm. Macht natürlich kaum Damage, friert die Gegner allerdings ein. Nach einer bestimmten Zeit. Gut, das denke ich mal, wird nichts. Alle Einheiten werde ich verlieren. Boah, ich dachte zwei. Und die Zwergenarbeiter sind also sehr tanky.
Erneut versuchen. Formation, die ich kürzlich benutzt habe. Dann nehmen wir noch sie mit dazu. Dann kommen Bogenschützen mit dazu. Und die Magier, denke ich mal, werde ich reinpacken. Die Schwertkämpfer sind eigentlich nicht so gut da vorne. Aber ich muss sie heilen dann dafür. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mana dann verliere. Oder ob das behalten wird. Aber ich glaube, ich verliere das, wenn ich es benutzt habe. Ist ja auch nur logisch. Nice Nova? Nein, eigentlich nicht mehr. Brauche ich jetzt wohl nicht. Hab noch genug Einheiten, genug Fernkampfeinheiten auch, die ihr überall angreifen können. Nächster Moralschub. Ja, die kann man nicht wiederbeleben, die Untoten. Die. Ja, hier. Untote werden vom Moralbeutel werden nicht verletzt. Das heißt, die können nicht geheilt werden, weil sie verletzt sind, sondern sie sterben einfach nur. Das ist das, was dahinter an Bedeutung hat. Aber das ist nicht so schlimm. Das Krankenhaus ist schon cool. Ist schon sehr cool. Naja, mal ein bisschen Holz, mal ein bisschen Elixier. Dann schleichen wir uns mal hier vorbei. So groß ist das Gebiet gar nicht, oder? Na, anscheinend nicht. 37,24k Einfluss macht Kraft. Kraft heißt das. Kraft des Bauwerks. Oh, hier mal ein bisschen schwächere Bogenschützen. Die, da sind Dings ganz gut. Schwertkämpfer. Und nehmen wir die Kavallerie mit. Ich habe noch 14 Mana auf ihr. Da können wir sie auch noch mitnehmen. Die werden wir ganz nach hinten geschickt. Schwertkampf hier vorne hin. Denn die kommen hier hin. Dann kommen hier Lanzenträger noch hin. Und noch Gewehrschützen. Oh, 919 Kraft. Gegen die Schwertkämpfer dürften die eigentlich nicht so viel Damage machen. Oh doch. Mein Gott, machen die Damage. Wow. Nice Nova, richtig schön drin hier. Bam. Die Truppe komplett auseinandergenommen. Okay, da hätte ein Held gereicht. Ja, Avril macht Damage. Macht sehr guten Damage. Und Schwertkämpfer 547. Da lasse ich meine Skorpione kämpfen. Skorpione. Bogenschütze habe ich ja gesagt, bringen nicht viel. Die Magier bringen hier aber viel. Und hier nehmen wir noch Avril mit. Hier immer alle hintereinander stehen hier. Ich habe jetzt auf die Kraft gar nicht geschaut. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie mich besiegen werden. Es sind natürlich eine ganze Menge an Gegnern, aber es macht nichts. Ich glaube, ich habe eher Bock auf einen Eissturm. Die Gegner schnell alles stunnen. Batsch, 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 batsch. Weil wir die Magier so wahnsinnigen Schaden machen. Ja, aber die greifen die Magier an, interessanterweise. Das ist nicht gut. Batsch, nächsten Gefreeze. Gerade die Skelettmagier sind sehr wertvoll eigentlich. Dürften die nicht zerstören. Meine Skelettmagier gehen drauf. Sechs Stück habe ich nur noch. Sechs Magier.
Das ist so, ich werde das Screencap jetzt nicht mehr neu machen. Na, 19 hatte ich gehabt, 13 sind gestorben, habe ich noch 6 übrig. Dann ist es halt so. Alles okay. So. Nächste Gebiet. Ich habe hier wirklich schon alles erkundet. Ja, mein Gott, geht das schnell. Aber gut, hier ist auch eine riesen Stadt und da hinten ist noch was. Da komme ich gar nicht hin, oder? Doch. 467 die Priester. Ich will mal ganz kurz gucken, was die so haben. Wow, haben die einen Angriff. 780 Angriff. Heilt eine angeschlagene befreundete Einheit während des Kampfes. Diese Einheit hat durch feindliche Truppen massiven Schaden. Pff. Die haben einen wahnsinnigen Damage. Holy shit. Na, da kommt er auf jeden Fall mit. Oh, der ist wieder am Leben. Ruf hier, sehr gut. Mhm. Speerkämpfer nehmen wir mal mit. Bogenschützen. Und ich nehme auch Priester mit. Die haben wir hier hingestellt. So, die Priester, die kommen hier unten lang gelaufen. Das heißt, wenn ich ihn hier hinstelle, sollte alles gut sein. So, 863 Kraft. Ich dürfte einen Großteil erwischen. So, ich werde mal ganz kurz noch ein bisschen Zeit schinden und hier die Rauchbombe zünden. Batsch, batsch, batsch! Alle gestunt. Sehr gut. Ein Moralschub nach dem nächsten hier. Oh, mein Links hat ein Level up, genau, mein Grimms. Hab's gesehen, dass er ein bisschen mehr Energie hat. Und er bekommt keinen neuen Skill. Er hat also alle Level alle schon erreicht, alle erlernt. Aus das letzte wäre. Geh mal weg, Alter. Ich sehe nichts, wo hier meine Items sind, die ich mitnehmen kann. Ich glaube, das sind alle. Zu Hause. So, zack, 7 Einheiten drin geheilt. Dann werden die Echsen mal wieder reingepackt. 10 Gold, 5 Elixier, 5 Holz. Und dann habe ich hier alles erkundet, oder? Dann geht's auch zu Esvanie. Ein Sägewerk. 960 Holz, sehr gut. Nullmal ausgeraubt von einmal. Ankunft in 2 Minuten. Also eskortieren, da würden wir halt automatisch hinterherlaufen. Okay, der geht da lang. Komm nicht zu nah, Fremder. Ah, geil. Wie, hier ist noch eine Stadt? Nee, ist was anderes. Es war hier, das ist eine andere Stadt. Wow, okay. Hier und Sitter, der hat wieder einen riesen Schatz. Na, na, na. Ach, guck mal, der ist auf die andere Seite. Damit er vorbeikommt, ist auf die andere Seite. Hat er sich rüber teleportiert. Und nochmal schönes Holz, das ist sehr gut. Und hier, wow. Esvanie, Rosten und Hyrule ist halt von keiner Gilde einnehmbar. Die anderen hier allerdings schon. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ausräumen aussieht oder Ausräubern. Bisher ist auch noch nichts passiert. Na, hier hinten muss er hin. Ah, einmal habe ich schon mitgenommen. Eskortieren wir den noch bis zum Ende der Folge. Ja, Eichenerz werden wir auch noch stürmen bald, wenn ich alle 4 Helden wieder ready habe. Denn wir werden auf jeden Fall mal eine komplette Truppe mitgenommen. Schön mit 8 Truppen. Und alles vom Feinsten. Zack, und da haben wir 2,
Eins. Bidim. 960 Holz dazu und ordentlich an Ehre dazu bekommen. Shipment Delivery. Shipment delivered. Also Fracht geliefert. So, wo sind wir lang gekommen hier, ne? Jo. Nö. Ich will mal ganz kurz gucken, wie Eichenherz hier so ist. Eichenherz thront über anderen Träern, sein Kopf unsichtbar über dem Blätterdach. Wow. Komisches Zepter. Plus 8 auf Magie bei 3 Gegenständen, plus 1 auf Schneesturm. Nur Averill stapelt nicht. Und nur Avalon. Also Avalon brauche ich auch langsam mal irgendwie. Okay. Also der hat schon ordentlich. Der bietet schon ordentlich was. Aber meine lieben Freunde, erstmal eine ganz kurze kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wann komme ich denn hier? In 12 Stunden wieder. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Art of Conquest. Bis dahin. Ciao, Leute.